Der Schrecken der Galaxis ist zurück. Bojack konnte sich befreien. Nach dem Tod von Meister Kaio, verschuldet natürlich durch Cell und Son Goku, ist nun Bojack zurück und will richtig Stoff machen. Ja, Leute, willkommen zurück hier bei Watching Blast 2. So, Bojack freigespielt, indem man halt einfach Cell Story-Modus durchmacht. Dann, indem man Sanguya Story-Modus, sprich halt seine Dienerin, Untergebene, wie auch immer. Und dann kann man Bojack freispielen. Juhu, bam, oh. Okay, der kann porten, auch nicht schlecht. Ach ja, was macht man bloß da? Wow, Hilfe! Also voll auf mich zugesprintet. Der war nicht schlecht. Kann ich auch, siehst du? Und... Ah, Mann! Das hätte... Ich meine, ich denke, können... Nein, ich bin wieder! Voll gegen den Palast geschmettert. Autsch! Das tut doch weh, das tut doch weh. So, wo sieht es aus, was bald seine volle Power? Ah, so jetzt aber. Und? Was? Haut einfach ab. Komm näher, komm näher, komm näher. Ich will dich abfangen, ich will dich abfangen und yes! Wünsche einen guten Flug. Bitte was? Ah, das wird tiefer fahren. Nein! Ausweichen! Autsch, du. Bringt nix. Und die nächste Attacke. Bam. Aber auch das macht nicht viel aus. Das gibt's doch einfach nicht. Was soll ich noch alles machen? Combo Time. Ja, das bringt's ja vielleicht. Oh, Musik schon vorbei. Okay, jetzt willst du's also. Bojack, Full Power Modus. Jetzt bin ich Super Bojack. Also eigentlich ist es so eine Art Super Saiyajin, weil es auf den roten Haaren. Und Kevin Hulk. Der rothaarige Hulk ist zurück. Ach du Scheiße. Bam! Da fliegt er erstmal. So, jetzt aber. Autsch, das muss wehtun. Voll in den Rücken. Wieder Sinn, bist du wahnsinnig? Jetzt wieder Sinn, nicht wieder Sinn. Oh, komm schon, Bojack, du musst porten. Jetzt! Nein! Ah, da. So, wieder Sinn und dort getroffen. Schön. Was zum ich hab doch! Geblockt! Oh Mann! So, jetzt aber, geht doch! Dann schön abfangen, dann durchbrochen und gleich noch einmal und da fliegt er! Wow. Auch er voll gegen den Palast. Oh! Dauert gar nicht mehr lange, wa? Ich hab jetzt Sekunden noch und jetzt sowieso gleich am Arsch und. Bam! Hab dich! K.O. Soviel zum galaktischen Krieger Bojack. Und weiter geht's mit den fiesen Typen. Jetzt ist Cell wieder zurück. Zurück von den Toten könnte man sagen. Nach dem Tod von Son Goku ist er natürlich gestärkt. Er beherrscht die momentane Teleportation und ist der perfekte ultimativ Super Celly Boy. Naja, perfekt. Einfach so auf der Stufe eines Cell von Super Saiyajins. Also nicht gerade super duper, wa? Boah, Hilfe. Boah, lass mich in Ruhe.
Also in Ruhe, Kleiner, ja? Der Todesstrahler. Oh, oh, oh. Aha, hat nix. Und? Durchbrochen. Nö. Was macht er? Aua. Vollen Kinnarm versetzt, natürlich mit dem Fuß. Alles klar, alles klar. Bäm, geht doch. Meine Fresse, kannst du nicht mal fliegen? Kann er nicht. Der Flieg. Alter, ist der klein und flink. Da, ich renne kaum. Aua. Nein, 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 nein. So, geht doch. Schnell gekontert und. Bäm. So, jetzt aber. Perfect Kombi. Bitte was? Oh, ein bisschen zu nah zum Ausweichen. Kann man es ablocken? Komm schon. Was zum. Das kann man eine perfekte Kombination austricksen. Das ist unlogisch. Das heißt doch perfekt. Also, sprich, man kann nichts machen gegen sie. Gegner wäre einfach aufgeschmissen. Das war schon wieder. Nein! Man wollte gerade abfangen. Nein, Hilfe! Nein! Bist du wahnsinnig? Mach raus, ey! Oh. Das könnte ein bisschen wehtun. Oh mein Gott, Hilfe! Und jetzt aber. Was? Oh, das blockt. Na ja, klar. Komm schon, das klappt doch. Nein, so wenn die Chakra. Hey, Chakra Energie. Mann, ich bin hier nicht bei Naruto. So, wer kann schneller treten? Wer ist schneller? Wer ist geschwinder? Und jetzt aber. Ach, geht doch. Wollte schon sagen, ich kann nur ständig ausweichen. Bei einer instabilen Verbindung wäre das schwierig. Du, du, du. For your life? Keine Ahnung. Oh. Sally Boy. Autsch. Okay, bringt nix. Wollte eigentlich Energie sammeln für die ultimative Attacke, aber scheint wohl fehl zu sein, was ich treibe. Wow, voll die Nerven geschmettert. Alter Schwede. Hilfe. Das ist wahnsinnig. Ja, guck mal. Boom. Voll in die Stirn, ey. Wer hat jetzt halt dort ein kleines Loch? Aha, wir sind schneller, Kumpel. Won't survive. Du willst ihn verprügeln, ja? Nix der Kleiner. Er wird doch noch. Nein, 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 nein. So, jetzt aber. Das gibt's nicht. Nein, Cell, wach aus. Weiter aus, Cell. Zur Seite. Cell, was treibst du da? Du sollst dran zur Seite ausweichen. Bäm. Und da fliegt er. Und Tschüssikowski. Ja, wer nicht hören will, muss fühlen, was, Freunde? Der dritte Kampf in Runde. Die bösen Bubis sind ihm noch da. Jetzt in der Rolle von Mecha Freezer. Ja, der reinste Patchwork-Decke, wa? Freezer, hey, wie du aussiehst. Echt, ist so ein altes Ersatzteillager. Naja. Du bist ja auch ein Schrotthaufen, das stimmt ja schon. Du kannst ja nix. Du bist doof, ja, Freezer, du kannst nix. Aber jetzt kann er scheinbar. Doch was? Doch nur was? Das ist die Frage. Vielleicht kann er einfach nur blöd in der Gegend rumstehen. Wir werden es herausfinden. Denke, Dame, spinnst du? Und tschüss. Konter. Ja, da hat sogar der kleine Son Goku keine Chance. Natürlich nicht, wenn er nicht zum Super Saiyajin wird. Worauf wartest du? Komm doch endlich mal. Schön geblockt, da war meine zweite Attacke natürlich voll für den Arsch. Oh Mann, Freezer, komm schon, mach doch mal was. Das kann doch wohl nicht wahr sein, der Spalthieb. Oh Mann, wir gehen ab. Ja, jetzt hauen wir drauf, Mann. Yeah, Mann. Wir gehen langsam die Sprüche aus. Vielleicht doch besser so, bei meinen Gesangskünsten ist das nicht gerade eine Wohltat. Kaioken-Finisher abgeblockt und Tschüssikowski. Nein, komm schon. Ah, Mann. Leute, seht ihr das gerade? Ich habe ja keinen Schaden genommen. Oder doch? Krieg ich echt noch einen Perfect hin?
Komm schon, Son Goku, ich will ein Perfect haben. Na, wo bleibst du denn, kleiner Son Goku? Supernova und tschüss, vollen Rücken. Ich hab ihn voll ausgetrickst. Naja, wohl eher umgangen. Das ist ein KO, aber kein Perfect. Wieso denn das nicht? Ja, die bösen Bubis! Broly als dreifacher Super Saiyajin ist zurück, Mann! Naja, legendärer dreifacher Super Saiyajin, wa? Ich frage mich, wie viel Power hat der wohl wirklich? Also, meint er müsste theoretisch stärker sein als der vierfache Super Saiyajin, stärker sein als Baby. Theoretisch müsste sogar der stärkste Charakter irgendwie in Dragon Ball GT sein. Naja, bäm, erst mal schön reinkloppen. Und die Löschkanone. Yeah, Mann. Ich bin böse. Und dann Baby sage ich schon, Poli, wieso weichst du nicht aus? Geht doch. Du sollst rückweichen, Alter. Boah, der Größenunterschied, ey. Der ist doppelt so groß wie der Geta. Wie geht der? Ist unglaublich. Ja. Oh, voll durchs Gebäude durch. Aber natürlich gar nichts. Nein, aber. Ich hol den Dampf. Ah, Alter! Was macht der da? Ich kann nicht abfangen. Der steckt zu ganz seltsamen Zeiten zu, aber das Gefühl, das wird schwierig. Dann zu timen! Sag mal! Was treibt der da? Und tschüss! Ja, jetzt klappt's wieder. Oh Mann, ey, das Ausweichen, das nervt mich manchmal schon. Weil ganz ehrlich, Leute, jedes Mal, bevor ich hier online Zocken mache, noch offline eine Trainingssession, sprich, ich trainiere, solchen Superangriffen auszuweichen mit R2, ich trainiere da auch den Teleportationsangriffen auszuweichen, sprich, wo man gerade rumgeschleudert hat, macht sich gleich wieder. Wie dem hier. Und tschüss, seht ihr, das klappt immer. Aber das andere, sobald ich da, sprich, sobald er mich irgendwie durch die Gegend durchschlägt und teleportiert, da auszuweichen, das klappt offline auch immer. Also weil ich online bin, ist das reinste Zufallsprinzip. Ich verstehe das nicht. Ich meine, das eine klappt ja, wenn das eine funktioniert, ist das andere nicht auch. So, komm schon, jetzt aber! Alter! Jetzt habe ich ihn doch noch knapp durchschaut. Die Frage ist bloß, ob es mir was bringt. Ich fürchte nicht. Ich wollte gerade nur ein Riesenwasser machen und bin jetzt down. Tja, Broly? Schwache Leistung, Alter. Okay, jetzt geht's hier richtig ab, Mann. Verbindung. Ja. Sehr mies, Guldo gegen den dreifachen Super Saiyan Son Goku. Ich glaube, der wird im. Ja, im Manga, im Anime, ich glaube, der wird der Kampf. Der wird maximal 10 Sekunden dauern, weil ganz ehrlich, Goku braucht etwa 9 Sekunden, um sich abzureagieren, weil er sich fast totlachen würde ab dem Gegner. Und dann eine Sekunde, um da schnell ihn anzustupsen. So, Guldo gegen Goku. Man, beide heißen an nur Buchstaben G am Anfang, das ist schon. Aber was die sonst gemeinsam haben, vermutlich scheinbar sehr wenig. Aua! Ja, komm schon und. Flieg eine Runde, guck mal, Steinwurf. Also irgendwie ist Guldo ja total der Copy-Paster von Chao Su, oder? Ich meine, der hat gleichen Attacken drauf. Also ganz gleichen Attacken, aber es. Die Ähnlichkeiten ist auch klein und so und sieht ein bisschen anders aus als die anderen von der Hautfarbe her. Es gibt schon gewisse Parallelen zwischen Guldo und Chao Su. Ach ja, Chao Su, bam! Und jetzt! Was? Nein, du musst ja. Mann! Muss doch nicht mehr. So, jetzt aber. Er muss gerade weiter draufkloppen. Ja, so ist das. Bringt nix. Mann, ich wollte werfen. Jetzt aber. Was zum. Er lässt nicht werfen. Er will nicht geworfen werden. Nein, schon wieder. Mann, ich liege doch schon am Boden, Alter. Oh, ist das unfair, wenn man da eben am Boden liegt noch tritt. Das geht nicht! Guldo steckt durch die ganze Zeit in die Weichteile, seht ihr das? Mann, Guldo, das machen wir doch nicht! Drückt das ja. Und voll in die Mauer! Bam! Weil mal kurz ist doch. Die perfekte Taktik! Boom! Oh, sie machen definitiv eine Menge Schaden! Bringt nix, und flieg!
Komm her. Ja, Mann. Der nochmal zum Fliegen. Ich bin voll geankantet. Ist ein alter Karate-Box-Champion. Strafung, ja, 1000 Schläge. KO. Cool, du hast dreifachen Super Saiyan Goku besiegt. Das war cool. Bis morgen, Freunde. Ciao zusammen.